Herzlich willkommen zu dieser Episode meiner Serie Die Burnout-Gefahr, 12 einfache Gegenmittel. Und du bist hier bei Was zählt gelandet. Mein Name ist David Polte, ich bin Fokus- und Führungskräftetrainer. Und wenn meine Todesstunde mal gekommen sein sollte, dann möchte ich über mich sagen und über mein Leben, ich habe es wirklich gelebt, ich habe mich nicht verzettelt und ich habe auch andere inspiriert, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt. Und deshalb gebe ich dir jetzt ein weiteres Werkzeug an die Hand, mit dem du deine Wüste der Energieschlucker verlässt und dich an die reich gedeckte Tafel der Freuden und Energiespender begibst. Und wenn ich jetzt im Folgenden über Burnout spreche, dann sind das allgemeine Informationen, neutrale Informationen, die deiner Weiterbildung dienen. Es ist keine fachliche Beratung oder medizinische Empfehlung. Solltest du Anzeichen für Burnout oder Überlastungsdepression bei dir erkennen, geh bitte sofort zu einem Arzt, dem du vertraust. Darüber hinaus wird das, was du von mir hörst, dir helfen, wieder schneller in ein Leben voller Freude und Energie zurückzukommen. Und los geht's! Indem du aufstehst und ehrlich zeigst, dass du überlastet bist, öffnest du für andere um dich herum den Raum, um zu zeigen, dass sie sich auch Entlastung wünschen. Weniger Stress, weniger Druck. Du kannst nicht verlieren, wenn du das tust, denn angenommen, du hast Angst, dass ja aber um dich rum bei den anderen alles klappt. Was soll denn passieren? Jetzt wissen die anderen, sei es deine Arbeitskollegen, dass du so nicht weitermachen kannst. Das Schlimmste, was ihnen passieren kann, ist, dass du ausfällst und die Arbeit bei ihnen landet. Das heißt, wenn sie doch so gut klarkommen, dann können sie dir helfen, aus dieser Überlast herauszukommen. Entweder musst du besser werden. Das heißt, du musst lernen, besser Nein zu sagen, dich besser zu priorisieren, deine Grenzen zu halten. Oder man muss deine Arbeit, deine Lebenssituation umstrukturieren, weil es bei dir zu viel anlandet, egal ob beruflich oder privat. Nehmen wir an allerdings, dein Umfeld, privat oder beruflich, ist genauso überlastet. Auch dann kannst du nur gewinnen. Denn jetzt können durch deinen Vortritt, durch deinen ersten Start, die anderen anerkennen, dass sie auch überlastet sind. Und ihr könnt, ob im Freundeskreis oder in der Firma oder zu Hause, Wege finden, wie ihr das ändern könnt. Wer Macht hat, kann anderen sagen, was sie tun sollen. Führung jedoch bedeutet, dass du Ansehen genießt. Das bekommt dadurch, dass du dich zeigst, dass du dich traust, zu sagen, wie es dir wirklich geht und dass du ein erstrebenswertes Ziel hinstellst. Wir wollen nicht weiter mit dieser permanenten Überlast leben. Und jetzt werden dir die folgen, die dieses Ziel mit dir zusammen erreichen wollen. Und so führst du dich und andere aus der Überlastung hinaus. Und du kannst nichts verlieren, du kannst nur gewinnen. Deswegen bitte geh diesen Schritt, wenn du feststellst, so möchtest du nicht die nächsten 10, 15 Jahre leben. Viel Erfolg. Yep, von der Wüste der Energieschlucker an die gedeckte Tafel der Freuden- und Energiespender. Das ist der Weg. Und jeden Mittwoch und Samstag gibt es eine weitere Episode hier. Und schreib mir gerne in die Kommentare, was dein Nummer 1 Weg ist, um genau diese Veränderung hinzubekommen. Abonnier gerne den Kanal und lass mir einen Daumen hoch da, wenn es dir gefallen hat. Vielen Dank, dein David Polte.